Hidden by Chat. Ja, das war ein bisschen Tilt-Tot, muss ich sagen. Das ist, ich habe das so oft gelesen, ey, dass die Leute, also du kannst legit einfach ein VOD abspielen und die Leute denken, das ist echt. GD Black, Good Old Korea 7. Ja, aber also das, solche Games gehören mit dazu bisher. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, also diese zwei Games, glaube ich, da wurden wir hart gedrieft. Aber das Ori-Game hätte ich gewinnen können. Dieses Ori-Game hätte ich gewinnen können und das Syndra-Game hätte ich auch gewinnen können. Das heißt, drei Games mehr hätte ich heute gewinnen können. Sehr, sehr sicher. Und das ist halt, dass man mal in Games geintet wird oder gegrieft wird oder dass die nicht so laufen, wie man möchte. Das ist halt völlig okay. Das ist völlig normal bisher. Um diese Uhrzeit würde ich mir gestern erstmal eine Kaffeeinfusion legen. Ja, 7 in der Früh ist es jetzt gerade. Ganz entspannt, ja. Hast du wieder ein Setup gemietet? Habe ich, ja. Hello, weil sieht gut aus, kickt der Jetlag nicht so rein. Ja, ich bin schon sehr müde. Ich will auf jeden Fall jetzt dann nochmal richtig mich ausschlafen, aber ja. Findest du es wirklich eine gute Idee, deinen Schlafrhythmus so erneut zu zerstören? I mean, weißt du, mein Schlafrhythmus ist immer so, dass er am besten für euch ist. Egal, wo ich bin, ich passe meinen Schlafrhythmus an. Und in Korea bedeutet das, dass ich um 12 Uhr mittags schlafen gehe und um 8 Uhr abends aufstehe. In Amerika bedeutet das, dass ich um 3 Uhr in der Früh aufstehe. In Europa bedeutet das, dass ich um 12 Uhr mittags aufstehe, weißt du? Das ist halt jeder Tag, es gibt eine Uhrzeit, die Sinn macht, für mich aufzustehen und zu der stehe ich auf. Und das ist immer die, wo es am besten für einen Stream ist. Weil das ist das ist ja mein Job. Na, dass ihr glücklich seid, ist mein Job. Was ist dein Ziel in Korea? Naja, das Ziel in Korea ist, die Worlds-Spieler zu snipen, zu finden, gegen Faker zu spielen, gegen Chovy, gegen Showmaker. Einfach richtig diesen Worlds-Hype hier in Korea mitzuerleben, ne? Zum Worlds-Finale zu gehen, einfach da zu sein. Da, und natürlich auch von der extrem gepimpten Solo-Queue zu profitieren, weil wenn alle Worlds-Spieler auf deinem Server sind, dann präsentierst du dich von der besten Seite. Hast du keine Angst in Korea über einen neuen Konflikt? Was meinst du für einen Konflikt? Meinst du mit Nordkorea? Ich meine, das kann jederzeit passieren, das wäre natürlich furchtbar und dann bist du halt einfach tot, wenn du hier bist, höchstwahrscheinlich. Aber am Ende des Tages hält ja der Waffenstillstand seit sehr, sehr langer Zeit. Und gerade ist ja keine wirkliche Anspannung oder Eskalation zu erwarten. Kann es passieren? Natürlich, dann hast du einfach Pech gehabt, aber du kannst genauso gut zu Hause aus dem Bett fallen und sterben. Ein Spiel der Chancen, weißt du? Du musst ja auch ein bisschen leben, musst du ja auch. Dann bist du halt einfach tot. Ja, mein Gott. Es gibt sehr viele Sachen. Wenn du im Flieger sitzt und der stürzt ab, bist du einfach tot. Wenn du Zug fährst und der derailt, bist du einfach tot. Wenn du Bus fährst und der fällt von der Brücke, bist du einfach tot. Es ist halt so. Mein Gott, wir sind Menschen, wir sind anfällig. Manche Sachen liegen nicht in unserer Kontrolle. Aber wenn ihr mit diesem Mindset lebt, dass ihr so gefahrlos wie möglich, dann lebt ihr ja nicht. Ihr müsst euch ja irgendwie bewegen können. Manchmal muss man halt minimale Risiken muss man nehmen. Das hilft ja nichts. Ich meine, du läufst einfach bei dir zu Hause durchs Dorf. Irgendjemand fliegt, der Balken vom Dach oder der Zementsack bist tot. Das kann dir jederzeit, überall kann dir das passieren. Na, also wieder dasselbe. Zix ist ein sehr starker Early Laner. Deswegen kann er ja auch auf Botlane gespielt werden. Das heißt, auch hier versuchen wir wieder den Damage, den wir nehmen, zu minimieren. Und einfach so viel Farm wie irgendwie möglich zu bekommen und rein zu scalen, bis wir Ravenous Hydra haben und das Spiel übernehmen können. Damage minimieren, sagt er, während die Kuh tankt. Naja, du kannst halt nicht immer umgehen, weißt du, die Kuh zu tanken. Habe ich einen Ranged oder einen Melee-Minion eingestrudelt eigentlich gerade? Oder einen Cannon-Minion? Wait, was für einen Minion habe ich gerade eingestrudelt? Jetzt ist ein guter Moment, um den TP zu zünden. Let's go, Bates. Hoffen wir, dass wir unten einen Killtrail sehen. Sieht nicht so aus. Hoffen wir, dass wir oben Kills sehen. Sieht nicht so aus. Oh, no. Jetzt kommen die schweren Games, die wir bis jetzt noch nicht hatten, Leute. Jetzt kommen die schweren Games. Das fängt schon wieder sehr, 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 sehr gut an für die Gegner, leider. Sein TP auch garantieren. Sehr, sehr gut. Da kommt der TP. Er hat genau Lost Chapter Various hier mit 37 CS. Kann sich aber nichts dazu holen, zumindest. Richtung Mitte.
Wäre Dorans Schild für das Matchup, kannst du nehmen, brauchst du aber nicht. Du kannst auch so überleben, weißt du? Kannst auch so überleben. Und man jede Minion-Art einmal, ja, entweder jede Minion-Art einmal oder mit Leuten, die Probleme mit den Backline-Minions last hit, dann nimmst du dreimal Ranged oder Tempo mit Laner, dann nimmst du dreimal Ken-Minion. Auf Pushes. Nächste noch hart pushen, ja, so unseren Shadow halten. Oh fuck. Sehr, sehr cleaner Sidestep von ihm. Dieser Sidestep nach vorne in eine Reihe, der funktioniert sehr häufig. Der ist so gut, wenn man ihn durchkriegt. Ist aber natürlich immer ein Risiko, ne? Weil du bist halt einen Schritt näher an deinem Gegner dran, ne? Jemand eine gefiederte Xayah-Rakan-Lane, was nicht optimal ist. Wie lange bräuchten wir denn noch für Dings, für Ravenous? 1,59. Das wäre huge, die zu kriegen. Dann jetzt noch 300 Gold. To greed or not to greed, wäre das jetzt shit. Ui, ouch. Ich glaube, das ist to greed, ne? Aber jetzt habe ich natürlich nochmal einen Coup getankt. Agrin war schon online heute. Sag mal, liest denn wirklich niemand? Da steht im Titel als angepinnter Kommentar überall, dies ist kein Video, es ist eine Wiederholung. Das steht überall bei Agorin. Das war sehr bad, by the way, gerade. Ich bin praktisch, er hat das Q getroffen und ich bin gepanickt zurückgesetzt und bin dann in die Bomben, die lagen, und das hat mich gekillt. Tilt bei Chat, ja, das war ein bisschen Tilt, muss ich sagen. Ich habe das so oft gelesen, ey, dass die Leute, also, du kannst legit einfach ein VOD abspielen und die Leute denken, das ist echt... Das ist ein sehr, sehr schlechter Tod, natürlich, weil wir waren so weit, also, was heißt, wir waren nicht weit ahead, aber wir waren in einer sehr, sehr guten Position. Und mit Z ist es halt so, wenn ihr in einer sehr guten Position im Early seid, weil der Champ halt unglaublich gut scaled, in diesem Full Ability Haste Build, dann ist es halt eigentlich schon so gut wie over auf der Lane. Klar, so ein Champion die Six, der halt eine gute Lane hat und die auch gewinnen möchte. Oh, da wurde ich ein bisschen gebaitet von meinem eigenen Supporter, ey. Warum versucht mein Supporter, den zu killen, allerdings? Kaiser kann jetzt wegrotieren. Wir können für den Tier 1 Turret gehen hier als nächstes. Let's go, Leute. Wenn der rauskommt, ist gar nicht so schlimm. Wir haben auch schon einen Drake. Der Six ist keiner gefeedet jetzt. Wir haben die nächste Ult ready. Wir haben Mythic. Wenn jetzt die Xayah hier unten farmt, hat die Ult schon wieder ab? Nee, oder? Ich glaube noch nicht. Aber ich habe Ult wieder. Die farmt leider mit, dann hätten wir die Crux. Ich dachte, sie geht vielleicht für die Crux bisher. Sie könnte immer noch jetzt runterkommen, aber ich glaube, jetzt hat sie Ulti leider wieder. Das ist wenig verkacke, wäre schon sehr gut gewesen, ne? Scheiße, jetzt hätte ich das Bild. Ich habe meine Kamera nicht mehr richtig mitgezogen. Das wäre viel besser gegangen. Ich weiß nicht, ob die den killen. Wenn sie ihn langsam killen können, wir vielleicht naschen danach. Aber das ist schön. Weil der hat, oh, der hat schon wieder Ult. Dann ist er leider so, ne? Ach, krass. Ach, krass. Was trotzdem, sie haben ihn langsam gekillt. Ich habe, wenn ich spawn, habe ich TP.
Vielleicht können wir sogar hier ihr Nash bekommen. Der tut für uns sehr starkes Spiel da. Ich habe den ihr ganzes Team da fast gewonnen hättet. Ein guter Set hätte da tatsächlich alle gewonnen hättet. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe da sehr, sehr viel Schaden gemacht. Sehr ein klassischer Korea-Mann hier direkt, oder? Jetzt verlieren wieder drei Nash-Buffs. Und einen 30. Will Blade schreiben. Actually, nichts schreiben ist besser, ne? Nächster halt ist der Nash. Level 16 wäre noch sehr cool. Das ist Level 16, ja. Na, dann habe ich permanent Ult. Jeden guten Play folgt ein schlechtes. Yep. Scheiße, Mann. Das sieht nicht gut aus, der Fightliner. Kommt sie raus? Kaite, Sona, Kaite! Okay, sie wollte nicht flashen, so wie es aussieht. Das ist nicht optimal. Die kriegen währenddessen Mitte. Auf jeden guten Play folgt ein schlechtes. Ne, Klassiker. Stellt euch vor, wir wären für die Group-Strategie gegangen. Das ist so schade. Also wir müssen, eigentlich müssen wir legit nur groupen und wir würden gewinnen. Aber es läuft halt immer einer einzeln rein und dann, naja, ne? Wahrscheinlich Basen, ne? Ich könnte hierhin porten und den Turret nehmen. Ich habe jetzt genug Wave, um zu enden. Das ist ein Inhib für ein Inhib. Das ist so ein geiles Game, ey. Holy shit. Den 1GE haben wir auf jeden Fall bekommen. So, wie machen wir jetzt am besten weiter, ist die wichtige Frage. Der Nash ist jetzt dann gleich ab. Ziggs hat noch keinen Sonja-Sam respawn. Das heißt, wenn ich den irgendwo isoliert catchen könnte, wäre best case. Schade, dass wir nicht einmal einen Blue Buff hier kriegen. Reed und Renekton sind auch im Late Game noch stärker.
Die sind auch im Late Game noch stark, die Biester. Müssen die Wave-Mitte immer relativ weit weghalten von unserer Base, damit der, weil der Zix kann sehr schnell Ende machen, ne? Der ist extrem gefährlich, der Gen. Alle instant dahin. Ich hätte da nicht sterben dürfen, das hätte Game sein können. Ist vielleicht trotzdem Game, aber ich hätte auf jeden Fall nicht sterben dürfen. Der Tyre kennt Ulf, die hat aber immer noch Dings, oder? Dieser Renekton ist eine 1-9-Maschine. Das ist so crazy. Ist das krank, ne? Wie der gecarried hat. Er kriegt einen Big Crocodile von mir, kriegt er. Die Kaiser auch so gut. Die Kaiser hat auch sehr, sehr gut gespielt teilweise, ja. Meine Güte, Mann. Das sind so geile Games, Leute. Wait. Stehe ich 6-6 jetzt? Stehe ich 6-6? Stehen wir plus minus 0? Habe ich das richtig? Ist das richtig? Stehen wir plus minus 0? Warte mal, habe ich irgendeinen Lose nicht eingetragen? Was ist das? Einmal zählen hier. Das stimmt gar nicht, stimmen, oder? Wir haben beim Uri-Lose einmal angefangen, ne? Nee. Wir haben angefangen bei dem Gragas-Lose. Das heißt, minus 2, minus 1, minus 3, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Wir sollten 6, 7 sollten wir stehen. Ich habe einen Lose nicht eingetragen, ja. 6, 7. 6, 7. Das heißt, wir können jetzt können wir für plus minus 0 gehen, Down,